Hallo liebe Campernation auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wir haben wieder ein neues Video, ihr habt schon es gelesen, um was es aber jetzt ins Spezifische geht, also wenn wir jetzt in Detail gehen wollen, das seht ihr erst nach unserem Intro. Ja, wie ihr von unserem Text-Thumbnail gelesen habt, stornieren wir jetzt? Ja, nein. Also erstmal vielen lieben Dank für eure vielen, vielen Kommentare in unserem letzten Video. Wann kommt der Malibu, war das? Genau, da habt ihr uns ja den Tipp gegeben, man könnte ja auch stornieren. Ja, und da ist natürlich die große Frage, machen wir das oder machen wir es nicht? Dazu ist es halt wichtig, dass ihr eigentlich mal erfahrt, wie ist unsere Konfiguration? Genau, und die wollen wir mit euch durchgehen. Genau, wir haben das jetzt unter anderem bei, jetzt muss ich überlegen, Barbara und Frank ganz frisch diese Woche gesehen. Genau. Und auch bei Sarah und Uwe, da haben wir es auch gesehen. Und das war eigentlich unser Plan und eigentlich, ganz, ganz eigentlich, wollten wir dieses Video in unserem Malibu drehen. Genau, oder in einem Malibu, aber im Moment ist ja durch Corona nichts möglich. Ja, daher auf diesem Weg. Genau. In unserem schönen Bulli noch. Genau. Genau, das haben wir ja auch schon ewig nicht mehr gemacht. Die letzten Videos waren alle im Pepper, jetzt mal wieder im Bulli. Und wir haben dann auch noch einen kleinen Trick für den, ja, für denjenigen, der mal sich ein Malibu konfigurieren möchte. Denn es gibt eine Internetseite, wo man sich mal ein Malibu richtig konfigurieren kann. Das dann zum Schluss. Da bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt geht es darum, wie ist unser Malibu konfiguriert? Und das erklärt euch Stefan. So, zum ersten das Geräusch bitte ich mal zu, ich sag mal, ignorieren. Wir haben es draußen etwas kalt, daher haben wir die Heizung natürlich noch laufen. Ja, wir haben uns für das Basisfahrzeug, und zwar den Malibu Charming GT600 DB, also als Skyview entschieden, das heißt mit dem schönen Panoramadach. Dazu muss ich dazu sagen, haben wir uns für das 4 Tonnen Fahrwerk entschieden. Aus dem einfachen Grunde, es ist ein bisschen mehr auf der Straße und wir können es irgendwann auch mal theoretisch auflasten. Also die ganze Federung und so weiter, das ist alles ein bisschen robuster logischerweise. Man muss dazu sagen, in diesem Fahrzeug ist auch schon einiges mit drin, wie zum Beispiel der Lederlenkrad und das Lederschaltknauf sozusagen. Wir haben die Stoßfänger, die automatisch damit lackiert sind, und auch das, die 16 Zoll Alufelgen, die automatisch da drin sind. Was haben wir noch genommen? Natürlich nimmt fast jeder Camper dieses Klassikpaket, wird auch empfohlen von den Händlern. Das lohnt sich auf jeden Fall, weil viele Sachen schon automatisch mit drinne sind. Dazu auch die manuelle Klimaanlage. Wir haben den Aufpreis für die automatische genommen. Hier haben wir eine 2-Zonen-Klimaautomatik. Das ist dann nur noch eine 1-Zonen-Klimaautomatik, aber das sollte auch reichen. Ja, das Fahrerassistenzsystem darf bei mir ehrlich gesagt nicht unbedingt fehlen. Ich finde das doch schon ganz gut, wenn man so eine kleine Unterstützung hat für gewisse Dinge. Auch wenn das bei Fiat natürlich nicht so weit reicht wie bei manch anderen Herstellern mit wirklich aktiver Lenksystem und so weiter, Assistenzsystem und so. Also es ist alles eher passiv, aber es ist halt schön, dass es trotzdem dabei ist. Auch der Notbremsassistent finde ich als Sicherheitsmerkmal doch sehr wichtig. Ja, dann haben wir ein Aufbaupaket noch dazu genommen. Unter anderem haben wir dann uns für die Motorvariante 160 PS entschieden. Die schien uns noch, ich sag mal, gut bezahlbar. Aber auch nicht zu schwach auf der Brust, wenn es dann doch mal einen Berg hochgeht oder wenn man halt mal überholen will. Dazu das 9-Gang Automatikgetriebe, weil ich doch lieber Automatik fahre als Schalter. Ja, wir testen das mal. Die Wandlerautomatik soll recht gut sein. Also von daher kommt es doch da mal auf den Test drauf an. Ja, zum Basisfahrzeug noch. Wir haben eine Radio-Fernbedienung genommen, also das heißt, das Lenkrad ist dann mit Fernbedienungstasten. Das geht allerdings nur in Verbindung mit einem Radio. Und wir wollten auch die Rückfahrkamera haben, die haben wir in dem Moment auch mitgenommen. Und auch das geht nur in Verbindung mit einem Radio. Beim Radio
könnt ihr euch entscheiden, entweder für das nur Radio mit DB, also mit DAB Plus, das heißt mit Radioempfang, oder ihr nehmt halt noch das Navigationssystem mit dazu. Ja, weiter geht's, gucken wir mal, was haben wir uns eigentlich für eine Heizung entschieden. Wir wollten die Dieselheizung haben, um so ein bisschen unabhängiger zu sein, was das ganze Thema mit dem Gas betrifft. Da muss auch jeder sich so seine eigenen Varianten machen, das ist natürlich klar. Die Dieselheizung, also die Truma D6 ist das, die hat gleichzeitig einen E-Betrieb. Also das heißt, wir können auch elektrisch heizen, wenn wir mal auf Landstrom irgendwie haben, und der ist dementsprechend auch mit dem Preis inbegriffen. Oder man muss sich halt einfach mal durchrechnen, was verbraucht die eigentlich beim Heizen und beim auch Boiler aufheizen. Vielleicht macht es ja auch Sinn, wenn wir auf dem Stellplatz sind und wir müssen da pro Kilowattstunde bezahlen, dass das trotzdem sich lohnt. Da muss man halt mal gucken, wie viel Diesel man dabei verbraucht. Dann haben wir noch für das Fahrzeug die LED-Scheinwerfer mitgenommen, also die LED-Tagverlicht. Scheinwerfer gibt es ja dafür leider nicht, es ist weiterhin halogen, aber es sieht einfach windschnittiger, finde ich, aus persönlich. Ja, die Außenfarbe kostet natürlich auch Geld. Die Außenfarbe wird bei uns schwarz werden, also einfach mal schlicht, sagen wir es mal so. Dann haben wir uns nicht für die Bullaugen entschieden in dem Fahrzeug, sondern wir wollen hinten auf der Beifahrerseite das Ausstellfenster haben. Das ist dieses Premium-Ausstellfenster, also mit dem Rahmen drumherum. Dann natürlich, was das Thema Elektrik betrifft, die zweite Batterie, die war uns auch sehr wichtig, um nicht ohne Strom zu stehen. Denn wir haben auch den Kompressor-Kühlschrank uns entschieden, und wir haben uns noch für den Abwassertank-Beheizung entschieden. Das Ganze frisst natürlich auch ordentlich Strom, und bei allen drei Dingen wird auch die zweite Aufbaubatterie empfohlen. Wir sind uns auch da noch nicht so sicher, ob das reicht, aber wir schauen einfach mal. Wenn nicht, dann gibt es halt eine Lithium-Ionen-Batterie. Da der Ton wahrscheinlich so besser ist und wir hätten das vielleicht gleich zu Anfang machen sollen, haben wir einfach mal die Plätze gedreht. So. Also, Solarvorbereitung. Genau, zur Solarvorbereitung. Wir wollen ja noch Solar nachrüsten, also haben wir die Vorbereitung auch genommen. Ja, ob man jetzt das nun braucht oder nicht, das muss man sich für sich selbst entscheiden. Wir haben es jetzt einfach mal genommen, so ein hoher Kostenblock war es halt nicht. Ja, wichtig war für uns die Sicherheit nochmal für das Gas. Der Truma Crash-Sensor und die Duo Control dementsprechend haben wir genommen, und dazu gehört auch die Gasfilter, denn sonst würde man angeblich keine Garantie darauf haben, und das wäre ja dann auch ein bisschen doof. Genau. Dann haben wir natürlich Kompressorkühlschrank, hatte ich schon erwähnt. Jetzt muss ich selber erstmal einmal gucken. Ach ja, das Umbaukit vorne für die Dinette. Wir wollen dort auch eine Schlafmöglichkeit haben, dass gegebenenfalls doch nochmal einer mitfahren kann. Es ist nicht wirklich groß. Malibu gibt das Bett mit 1,65 Meter an, und dann irgendwie die Breite, weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Ich glaube 1,40 oder sowas. Ja gut, spielt auch keine Rolle. Es ist auf jeden Fall nicht ganz so lang. Das ist das Fazit daraus, ja. Dann haben wir noch die Sitzgruppe, also beziehungsweise die ganzen Polster. Da haben wir den Aufpreis genommen für das Textilleder, und zwar den Bezug Cairo. Also der ist recht dunkel gehalten, ist zwar so ein dunkles Braun, aber recht dunkel gehalten und schlicht, hat uns irgendwie noch am ehesten noch zugesagt. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist die Markise, denn für den Sommer ist es doch mal schön, ein bisschen Schattenspender zu haben. Und was ganz wichtig ist, aktuell habe ich ja noch keinen Führerschein für 4 Tonnen, also müssen wir auch die Ablastung auf 3,5 Tonnen dazu nehmen, denn auch die kostet Geld. Also denkt daran, wenn ihr ein 4 Tonnen Fahrwerk habt und ihr habt keinen Führerschein dafür, dann ablasten, ganz wichtig. Ja, Frachtbriefe und so weiter sind natürlich auch mit denen den Preis, den ich jetzt gleich nennen werde. Das ist der Listenpreis, der da rauskommt. Natürlich haben wir auch ein paar Nachlässe bekommen. Aber ja, das Fahrzeug ist ja etwas teurer jetzt geworden, dadurch, dass wir das ganze, das neue Modelljahr haben. Und damals standen die Preise noch nicht so ganz so fest. Ja, Listenpreis. Interessiert euch mit Sicherheit, sind wir bei 75.815 Euro, und
das Gewicht, das interessiert euch mit Sicherheit auch. Wir haben 3,5 Tonnen Zulassung, also sind wir beim Gewicht insgesamt mit allen drum und dran bei 2964 Kilogramm. Also noch ganz knapp unter 3 Tonnen. Und also was heißt ganz knapp, sind schon noch unter 3 Tonnen und wir haben dort dann den Wassertank mit 20 Litern gefüllt. Da ist immer, das muss man immer davon ausgehen, es ist eine Gasflasche dabei, Alu natürlich, es ist ein bisschen Bordwerkzeug dabei und es ist der Fahrer mit 75 Kilo eingerechnet und der Kraftstofftank ist glaube ich zu 75% oder 90% gefüllt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kommt da noch ein bisschen was dazu, denn Beifahrer und so weiter und wir haben auch ein bisschen Zuladungsmöglichkeiten. Ja, das zu dem Thema unserer Konfiguration. In der Zeit, wo er jetzt hier euch viel, viel Text vorgelesen hat, musste ich mir erstmal meine Mütze aufsetzen. Ich habe erstmal gesehen, Aber ihr kennt das ja, ihr seid das alle auch gewohnt. Wir haben so ein Friseur ist nicht. Wir haben so eine kleine Locke in Down Under und das ist halt schwierig. Genau. Ich fand es ein bisschen interessant. Ich habe im Hintergrund zugehört. Markise. Hast du? Ja, habe ich, da sie zugehört. Ab und zu. Ich bin nicht rausgegangen, sonst hättet ihr das gehört. Nein, ja. Markise. Und ich finde das immer so lustig. Und da muss ich einfach mal eine Anekdote jetzt kurz erzählen. Ohne jetzt Iris und Uwe irgendwo rein schlittern lassen zu wollen. Ja, aber genau. Jetzt weiß ich, was wir sehr lustig fanden. Und wir haben uns ja wirklich letztes Jahr getroffen. War richtig super. Sehr toll. Mhm. Und da ging es auch um das Thema Markise. Uwe, ganz trocken, braucht man nicht. Nee, überhaupt nicht. Das Erste, was die beiden aber gemacht haben, wo die auf dem Platz sind... Erstmal die Markise raus. Noch nicht mal uns begrüßt, aber die Markise musste raus. Genau. Wir haben gewisse Videos uns angeguckt und komischerweise, da ist die Markise raus. Ja. Also wir wissen noch nicht so ganz, da sind wir mal gespannt, da wird er vielleicht auch uns... Ein Kommentar vielleicht dazu, da lassen wir sehen. Was das ist. Auf jeden Fall, wir brauchen die Markise, das haben wir für uns entschieden. Ja. Das ist halt so ein Goodie, was wir haben möchten. Und ja. Ja, der Preis ist natürlich ganz schön. Der Preis ist heiß, hätte ich gesagt. Ne? Also wir haben nochmal nachgerechnet, ja. Es sind knapp 3000 Euro mehr als das Fahrzeug, was wir eigentlich haben, also bestellt hatten im Juni, genau. Im Juni, da war das. Mhm. Und jetzt haben wir wirklich die große Thematik, dass nicht nur, dass der Preis teurer geworden ist, ne? Also wir reden jetzt von knapp 3000 Euro mehr, es gibt nicht die 2,5% Rabatt vom letzten Jahr. Ja, die dann im Prinzip ja durch die Märchensteuer anfallen würden, genau, oder wegfallen würden. Genau, das ist ja auch nicht mehr der Fall. Ja. Und jetzt natürlich die Tatsache vom letzten Video, wir wissen noch nicht mal, wann der Wagen kommt. Auftragsbestätigung, eine Woche später können wir sagen, ist immer noch nicht da. Ja, und jetzt auch die spannende Frage, machen wir einen also beziehungsweise eine Stornierung oder irgendwie sowas oder machen wir es nicht? Tja, Stand heute machen wir es nicht. Nein, wir wollen unser Fahrzeug, also wir geben eine Menge Geld dafür aus und wir wollen unser Fahrzeug auch so haben, wie wir es, ich sag mal, bestellt haben. Es wäre alles andere irgendwo im Kompromiss. Genau, und wir haben auch wirklich nachgeguckt. Wir haben jetzt wirklich die Woche, also wir sind also erstmal fast auf den Geist gegangen, immer hier und da und immer gucken. Ja, es ist immer so, wenn man sich für ein neues Fahrzeug entscheidet, aber wir haben es ja uns schon entschieden, das genau. ist es ja. Also wir haben wirklich auch nachgeguckt, es sind nur Kompromisse, komplett. Ja. Und das ist halt einfach ein Betrag, wo wir sagen können, wir möchten keine Kompromisse eingehen. Vielleicht ändert sich das noch, wenn die ganzen Informationen fließen und am Schluss heißt es, ja, August, September, November, wir wissen noch gar nicht, wann euer Fahrzeug kommt. Dann kann es sein, dass wir natürlich irgendwann die Reißleine ziehen, weil wir brauchen eigentlich jetzt schon im Juni unser Fahrzeug, ja. Eigentlich schon im Mai. Da sind wir aber noch kompromissbereit, dann eigentlich im Juni. Also wenn wir den Rest des Jahres dann auch kein Fahrzeug mehr haben, dann ist das... Dann haben wir ein Problem. Genau, weil dieser Bulli... Der wird auch irgendwann abgegeben. Der wird abgegeben und das weiß ja natürlich noch nicht. Nein. Auf jeden Fall ist das die Tatsache. Also kein Storno kommt für uns momentan nicht in Frage. Wir quälen uns selber noch ein bisschen, aber vielleicht hat ja jemand auch Erbarmen, also Richtung Malibu und unserem Händler. Ne? Du hattest aber noch was gesagt, Konfigurator. Ach ja, genau. Völlig außen vor. Ja, genau. Ich habe nämlich bei Facebook gesehen,
Das hatte ich auch als Tipp bekommen. Dieses Facebook. Ja, das ist doch manchmal gar nicht so schlecht. Haben wir so apropos schlecht. Auch eine Seite, facebook.com/kreuzfahrtcamper. Genau, wo es bei dem Thema gerade ist. Ja, auf jeden Fall hatte ein lieber Mitcamper sozusagen dort gepostet und hatte mal gesagt, Mensch, weiß eigentlich jemand, gibt es einen Konfigurator und so weiter und kann man sich mal so ein Auto durchkonfigurieren und so. Ja, Malibu bietet dieses Jahr leider nicht an. Aber es gibt einen Händler, der das anbietet. Und zwar ist das Smilecamp. Müsst ihr mal auf der Internetseite gucken. Ich glaube, das ist smile-camp.de. Und dort könnt ihr auch so ein Fahrzeug mal durchkonfigurieren. Das heißt, mit allen Paketen und allem, was ihr dann dazu haben wollt, mit einer Dieselheizung oder wie auch immer. Und zum Schluss erfahrt ihr dann natürlich auch so eine Art Preis und so weiter. Ihr könnt natürlich auch mit dem dort in Verbindung treten. Ich denke mal, das ist ja für ihn auch nicht so verkehrt, für die Leute, die das da entwickelt haben. Aber ich finde es halt ganz nett, wenn es Malibu schon nicht macht, sowas anzubieten, dass es doch einen Händler gibt, der das macht. Und toller Service auf jeden Fall. Genau. Die Adresse findet ihr auch unten in der Infobox. Genau. Da könnt ihr es auch nochmal nachlesen. Genau. Jetzt habe ich gerade schon mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es reicht für heute wieder. Es reicht, so sieht's aus. Ihr habt genug. Ihr wisst, wie unser Fahrzeug konfiguriert ist. Solltet ihr genauso ein Fahrzeug wissen, was so nach uns konfiguriert ist, schickt uns gerne einen Link. Wir gucken kurz. Ja, ich glaube da nicht dran. Ich glaube da auch nicht dran. Wie gesagt, wir haben die Hoffnung, wie gesagt, auf unseren Händler. Wir haben die Hoffnung auf Malibu, dass da noch was kommt. Wir vertrauen denen auch. Wir drücken allen die Daumen. Ihr seid ja auch teilweise betroffen, dass eure Fahrzeuge natürlich kommen, wie sie kommen sollen. Ja. Wie gesagt, 2-3 Monate Verspätung sagt keiner was. Wie gesagt, wir sind in dieser Locke in Down Under mit der Corinna zusammen. Also wir wissen, wie es ist. Aber wie gesagt, wir drücken euch die Daumen. Dann bleibt es für uns, vielleicht habe ich mir das jetzt gemerkt, auf jeden Fall Gerrit Braun? Stimmt nicht. Frederik Braun. Frederik. Ich laber da drin. Frederik Braun sagt es so schön. Bleibt im Kopf negativ. Nee, stimmt gar nicht. Bleibt im Kopf positiv. Und im Körper negativ. Genau. In diesem Sinne, bleibt alles gesund. Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Geil.